Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du Besuch gesagt hast. Ich bin jetzt auf dem Schützenfest, das größte Schützenfest der Welt in Hannover. Ja, ich mache so einen kleinen Rundgang. Und hier vorne haben wir einen Riesenplatz. Dann haben wir hier ein paar Buden, Tischbude. Ja, ich war auch vor Ort, ich hatte, ja, das war auch sehr warm. Ein Fahrgeschäft wurde noch aufgebaut. Und ein kleiner Tipp, alle Leute, die einen Ausweis haben, oder einen schweren Ausweis, die mit dem Riesenrad fahren wollen, eine normale Fahrt kostet 6 Euro und mit Ausweis kostet das nur 4 Euro. Das wollte ich mal gesagt haben. Dann haben wir ja eine Achterbahn. So, hier haben wir eine großen Treffen. Dann kann man hier Eiswaffeln kaufen. Hier kann man Entenangeln machen. So, hier haben wir so ein Laufgeschäft. Ja, ich würde sagen, es ist auch warm, aber nicht mega warm, so wie vorgestern. Und hier vorne kann man Pommes und noch was anderes kaufen. Hier kann man Nüsse. Hier kann man was kaufen. Ich hier war eine Lochbude. Damit probieren Sie es aus. Immer wieder wird gerummelt. Achtung. So, hier war eine Lochbude. So, dann hier kann man was essen kaufen. So, irgendwie mit Bälle fest machen. Hier kann man Glücksspiele machen. Hier haben wir den Endertrainer. Das habe ich jetzt in Braunschweig gesehen. Da ist der Bahn, glaube ich. Ich würde sagen, der Endentrainer macht auch sehr viel Spaß. Und es lohnt sich, damit zu fahren. Und hier kann man, hier vorne kann man Glücksspiele machen. So, hier vorne kann man ein Eisgetränk kaufen. Da kann man was essen kaufen. Hier kann man Flüssigkeiten kaufen. Hier vorne kann man schießen. Hier vorne kann man Eis kaufen. Hier kann man Getränke für Cocktail, Bier. So, hier haben wir Autoscooter. Hier vorne kann man Pizza essen. Hier vorne kann man Angeln machen.
Da hatte ich dann vorgestern hier war, als ich das jetzt gesehen habe, war mir am Beleg, was ich jetzt sehe, der fand ich. Hier haben wir einen Trinity. Das ist jetzt hier in Hannover. Danach geht es nach Düsseldorf, auf den Rhein für mich. So, da vorne aber den Hip-Hop-Samba, den habe ich dieses Jahr auch schon gesehen, auf dem Hamburger Brunnensturm. Das macht auch richtig viel Spaß. Eine Park kostet 8 Euro mit Infinity. Das heißt dann, ein Infinity macht auch richtig viel Spaß. Wenn ich das irgendwo sehe, dann muss ich nehmen, damit fahren, egal wo es ist. Und hier vorne kann man Kopf kaufen. Hier vorne eine Kinderachterbahn. So, da vorne kann man Pommes und Bratwurst kaufen, noch vieles mehr. Hier vorne kann man Bogenschießen machen. Hier vorne kann man Presse und alles. Hier vorne kann man Glücksspiel machen. Ja, ich werde sagen, es ist schon was los. Aber ich denke mal, nachher fährt es richtig voll hier. Hä? Ja, ich mache ein Video. Ja. Was ist dein Kanal? Ist das okay, dass man es nicht sieht? Okay. Ja, mein YouTube-Kanal ist mit der Game Master. Ja, wer ist dein Kanal? Ja, ich melde mich dann gleich wieder. So, eben gerade haben wir einen Mittag angesprochen. Ob wir ein Video machen. So, hier vorne kann man Butter kaufen. Ballonfahrt, hier kann man auch Butter kaufen. Ja, das von ihm, das kam der Postan, damit habe ich gar nichts gesehen. Hallo, ich bin die, kennen Sie das nicht? Hier wollen wir mal Radikäter und hier wollen wir mal Mais füllen, Ballon kaputt machen, Krebs. Hier vorne kann man was trinken. Hier kann man für die Brot fahren, für die kleinen Kinder. Da vorne kann man was essen oder das sieht auf der Decke aus. Und hier vorne gibt es Zuckerpatte, gepaarte Mandeln.
Das sieht auch so lecker aus. Und hier vorne kann man Schweiz gucken. Hier vorne kann man Pizza. Hier vorne haben wir Dr. Hashipalt. Ja, ich würde sagen, Dr. Hashipalt, das ist das zweite Mal hier. Ja, mal gucken, wo es danach hingeht. Ja, vielleicht geht es auch nach Düsseldorf, ob er reinkommt. Ja, ich werde das sehen. Ja, haben wir einen Augsburger. Dann haben wir so ein Kinderkarussell. Hier vorne kann man Pommes mit Bratwurst und noch was anderes essen. Hier geht es auch noch lang. Da geht es auch gleich lang. Dann haben wir hier vorne kann man Krebs. Und hier gibt es Bratwurst und noch was. Hier vorne kann man Eis kaufen. Dann hier kann man Tor schießen machen. Hier kann man schießen. Hier vorne kann man Glücksspiele machen. Hier vorne kann man Pizza. Hier kann man auch Glücksspiel machen. Dein Fahrrad ist jetzt mal auch ein bisschen viel Spaß, das ist wirklich wie Twitter. Was ja auch immer ein toller Ruf. Ja, aber fehlt die Maus. Ja, und es ist sehr, sehr warm. Und mal gucken, vielleicht fahre ich auch mit der fehlenden Maus. Eine Fahrt kostet 6 Euro. Hier kann man rein kaufen. Ja, ich zeige auch das Fenster. So, hier kann man Eis. So, hier vorne kann man Pommes. Hier vorne kann man Entenangeln machen. Hier vorne kann man irgendwas mit Käse. Hier ist der Schmalzkuchen. Ja, ich hätte mal eine. So, ich hätte da mal eine Frage. Ja, ich hätte mal eine Frage. Vielleicht danach auf der Karte in Düsseldorf. Ja, da bin ich auch klar, dann. In Düsseldorf, ne? Ja, ich habe mal gefragt, ob die in Düsseldorf sind. Ja, die habe ich auch mal in Düsseldorf gesehen. Und hier haben wir ein Kinderkarussell. Ich gehe mal, dann kommt man hier mal lang.
Wir haben einen Schützer, wir wollen zusammen schießen, hier ist ein Festzelt, oder so oder nicht. Ja, ich würde sagen, das ist ja auch. Ja, ich würde sagen, es lohnt sich. Ja, ich werde auch irgendwas sparen heute, mal gucken, was ich fahre. Hier kann man sich feine Mannen kaufen und noch was. Hier vorne kann man Bällefesten machen. Hier vorne kann man Kursspiele machen. Da vorne ist schon Festzelt. So, hier kann man Brückenstränke. Da vorne kann man Jägermeister trinken. Der Standard ist für Jägermeister. Und es ist richtig viel los und mir ist auch ein bisschen warm. So, hier vorne haben wir Käsesteller oder so nicht. Meine beiden Damen waren rein. Hier haben wir Kasper-Theater. Hier vorne kann man Maiskolben, Pommes kochen. So, hier haben wir so ein Fahrgeschäft. Ja, ich war auch schon. Oh, okay, ist nicht hier, der Bord ist noch aufgebaut. So, dann haben wir so ein Erkennungskarussell. Hier haben wir eine. Hier kann man Pommes, gebrannte Mandeln und noch was kaufen. So, da vorne ist so ein Musikerfest. Und der eine, der immer am Mikrofon ist, der hat auch einen TikTok Account. Der macht auch Livestream oder der macht öfter. Mal macht er von zu Hause, mal auf der Kirmes. Ja, wenn ihr folgt, ihr könnt auch da mal reinschauen. Und ein Like da lassen oder ein Abo. Hier vorne kann man Caps kaufen. Hier vorne kann man Pommes. Hier vorne kann man Kursspiele machen. Hier vorne haben wir Musikerfest. Und hier vorne kann man Kursspiele machen. Ja, da vorne kann man Entenangeln machen, hier gibt es dann auch, oder? Und ja, hier kann man Pizza kaufen oder Pizza essen. Hier kann man Fußball-Spielchen machen. Ich zeige euch das ganz kurz mal. Hier haben
Tom der Tiger. Und hier von der Samosatz gekommen, das ist auch sehr lecker. Hey, ihr da! Aufgepasst! Hier vorne kann man Note kaufen, hier kann man an Eis, Softeis. Hier kann man Fischspiele machen oder Basketball spielen. Hier vorne haben wir eine Kinderachterbahn. Ja, ich sage wie Kinderachterbahn, das sieht so aus wie eine Achterbahn. Wir haben ja das angefunden. Dann. Vielen Dank. Hier vorne kann man Bratwurst. Und hier kann man. So, das sieht auch sehr lecker aus. Hier vorne haben wir eine Kreisebahn. Das Kaiserschloss, das habe ich auch schon sehr oft gesehen. Hier vorne kann man Pizza. So, hier kann man auch was kaufen, Süßigkeiten natürlich. Hier vorne kann man Dosenteig machen. Hier vorne kann man Pommes mit Bratwurst essen. Hier kann man Krebs und noch was. Ja, hier haben wir wieder den Werkstätter von Ginska. Und ich melde mich in Köln wieder. Geschicklichkeit spielt für ganze Familien. Win the biggest bear in the world. So, ich bin jetzt hier im Kennenkampf, ne? Und ich bin mit einem Golfspieler.
Ich würde sagen, das hat mir richtig viel Spaß gemacht und es lohnt sich. So eine Fahrt kostet 7,50 €. Ermäßigung bekommt man ja nicht mit dem Ausweis. Und es war sehr schön. Und ich werde mich dann auch gleich wieder. Ich habe mir jetzt was Süßes geholt. Ich habe mir einmal Langbrot geholt. Das ist einmal mit Nutella. Ja, ich würde sagen, das ist sehr, sehr lecker. Das ist das erste Mal, wo ich das gegessen habe in München und auf Oktoberfest. Ja, und ich melde mich dann heute wieder. So, ich werde das hier jetzt mal essen. Und so, das kostet 5 €. Ich würde sagen, das ist immer sehr, sehr lecker. Und ich melde mich dann heute wieder. So, ich habe mir jetzt einen Cola bestellt. Ich werde mal trinken. Die Cola ist sehr lecker. Und das hat 4 € gekostet. Und ich melde mich dann heute wieder. So, ich sehe die Nationalmannschaft. Ja, ich mache mal ein Video. So, das ist die Nationalmannschaft von Dänemark. Ja, hier sind immer noch 4 Leute. Dazu, ich habe die Nationalmannschaft von Dänemark. Ja, ich hoffe, dass ihr gewinnen. So, hier vorne haben wir das Teamcut und ich gehe jetzt da rein. Dazu, ich bin jetzt auf dem Riesencut und hier vorne haben wir den Projektleiter von Künstler. Ich würde sagen, wir haben echt einen guten Ausblick über den ganzen Platz. Wir kommen nochmal Dr. Archibald, Infinity, dann von Kettenkarussell. Wir kommen nochmal Hip-Hop-Champar. Ja, und ich melde mich dann heute wieder. So, hinter mir sind die Schützen. Jetzt will ich mal gucken, was das so ist. Und ich gehe jetzt mal hin. Jungschützenmeister Scheurde, Lea Sophie Beere, Burgdorfer Schützengesellschaft. Meisterscheibe, Julia Schlawin, Polizeisportverein Hannover. Treffer Jugend, Julia Schlawin, Polizeisportverein Hannover. Thank you.
Valentin Liebrecht. Ja, so, da von Medaillen verteilt, bei Schützen, da habe ich ein paar Videos gemacht und das war in den Sand. Und ich gehe jetzt hier rein. Ich hoffe, dass ich da ein paar Aufnahmen machen kann. Hier vorne kann man grillen. So, ich geh mal einmal hier mal lang. Hier vorne kann man was trinken. Hier haben wir schon Festzelt. Ja, letztes Jahr war auf der anderen Seite auch ein Festzelt. So, hier ja, so ein ganz Festzelt. Da vorne kann man was trinken. Bier, Cocktail. Und das ist auch immer der letzte. Und für die Leute, die das Feuerwerk sehen wollen, ihr könnt gerade hier oben hochzugehen, dann kann man das Feuerwerk sehr gut sehen. Dann Geldautomat. Ja, das Fahrgeschäft sehe ich. Das ist ein Mai, glaube ich, hier. Dann haben wir schon Kennenkarte, das habe ich hier auch gesehen. Das ist hier ein paar Buden. Dann haben wir das Laufgeschäft. Da vorne haben wir dann den Hip-Hop-Samba. Und ich gehe auch bald gleich. Ich gehe dann auch gleich weiter. Hier kann man so. Das macht auch viel Spaß. Das macht gut, weil ich damit ausfalle. Ja, ich werde sagen, das ist so nicht wie XXL-Kaiser. Wie so ein Park ist, das weiß ich nicht. Und wir machen mal ein ganz kurz hier. Alle, die ein PC suchen, hier gibt es auch Toiletten. Da bin ich Spaß, muss sein. Und hier vorne bin ich auch im kleinen Land gegangen. Hier kann man was trinken. Hier vorne kann man das Dreck essen. Dann Grill. Hier kann man Radsport, Stockport. Hier vorne. Ich sag mal, was das ist. Okay. Mal gucken, wie das läuft hier. Hier gibt es
ist ja das Beste jetzt wieder. Ja, ich würde sagen, das war ja mein kleiner Rundgang. Und wenn es euch sehr gut gefallen hat, lasst einfach ein Abo da und ein Like. Und ich melde mich dann kurz wieder bei dem nächsten Video. Don't fly too high. Be sure to get-
keep the brown in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.